So. Dann würde ich sagen, unterhalten wir uns mal mit dem netten Menschen hier. Hey. Wo bin ich? Was ist das hier? Kannst du mir am Arsch lecken? Ich will über deine kleine Erfindung reden. Den Biochip für Arasaka. Na gut. Aber ich will erst etwas wissen. Du wurdest nicht von Yorinobu Arasaka geschickt. Nein. Das bedeutet, du musst ein Angebot für mich haben. Wenn dein Angebot ist, dass sie die nicht über den Haufen schießt. Dann können wir reden. Ich hab kein Angebot. Missverständnis. Es gibt kein Angebot. Was willst du dann? Du bist aber so ein bisschen aggressiv unterwegs, sagen, also. Ja. Jetzt muss ich kurz Pause machen, dass ich die auf dem aktuellen Stand bringe, aber da muss ich dir ein bisschen spoilern. Oder soll ich nichts sagen und du wunderst dich einfach, was hier los ist? Ich wundere mich einfach. Okay. Das kostet meine ich bin eh halb auf dem anderen Bildschirm. Ich verliere nicht, warum mich das nicht juckt. Und es wird noch schlimmer werden, wenn ich es nicht entferne. Davon stand nichts auf den Werbeplakaten. Nicht mal kleingedruckt. Silverhand? Konstrukt? Das ist unmöglich. Wo hast du diesen Biochip her? Wenn du das offiziell für andere Menschen noch gestreamt hättest, dann würde ich mir das ja von der Couch angucken. Aber nö, so bin ich halt VIP. Aus meinem System entfernen. Ist richtig. So einfach ist das nicht. Komm schon, du hast das Teil gebaut, oder? Also, wo ist das Problem? Wenn du die Wahrheit sagst, dann trägst du eine neue, experimentelle Version des Biochips. Was macht diese Version anders? Ein anderes Engramm? Mit etwas mehr Bewusstsein? Aggressivität? Der Biochip ist das Einzigartige, nicht Silverhands Engramm. Der Vorgänger wurde nur dazu benutzt, mit vorgespeicherten Engrammen zu kommunizieren. Und er war verdammt selten und hat ein Vermögen gekostet. Ja. Der hier ist sogar noch seltener. Er soll ein Engramm in einem neuen Körper installieren und aktivieren. Ja, das ist mein Problem. Als ich Arasaka verlassen habe, war das Projekt noch in der Testphase. Was habe ich doch für ein Glück. Ich bin was ganz Besonderes. Also wirst du mir helfen? Sieh an. Ich muss sie mir erst ansehen. Langsam. Wir kennen uns kaum. So schnell vertraue ich dir nicht. Wie hast du dir das sonst vorgestellt? Wenn du willst, dass ich dir helfe, muss ich dich erst untersuchen. Ich will nicht. Kann ich die Konversation nicht beenden und den Typen einfach abknallen? Wie war das? Du spielst auf relativ niedrigen Settings, ne? Ja. Sieht aber doch schon ganz gut aus noch. Also mehr niedrige Settings geht nicht. Es ist wirklich alles auf niedrig. Ach wirklich? Ja, es ist... Unglaublich. Kann das ja nachher mal kurz zeigen. Kann ich fassen, dass ausgerechnet dieser Anzug uns helfen wird. Na, ich glaub dir das ja. Aber man kann es sich angucken, ne? Also es sieht ja, es sieht geil aus, aber es könnte halt noch viel geiler aussehen. Was? Ah. Was ist? Was für ein Jammer, dass ich ihn nicht näher untersuchen kann. Ja, scheiße. Du hättest auch sein Versuchskaninchen sein können. Sag mir, wie ich ihn loswerde. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Dein neurales Netzwerk ist vollständig verkümmert. Ohne den Chip kann es nicht mehr funktionieren. Oh oh, es ist ungünstig. Ich könnte dir allenfalls... Uhu, Zeit zum Falschen, Baby. ...ein gutes Hospiz in Schweden empfehlen. Dort würde man dich durch die letzten Abschnitte begleiten. Die Schmerzen minimieren. Das soll mir helfen und empfiehlt mir Hospiz. Ganz toll, danke Was auch. Was genau geht in meinem Kopf vor? Sag ah, wenn es ein Schmerz geht. Wie ist es so, zwei Persönlichkeiten zu haben? Ist ja nicht so, als würdest du Stimmen hören. Du bist gleichzeitig du selbst und Silverhand. Ich sehe keine Stimmen, ich sehe den Typen vor mir. Ich kann ihn sehen und mit ihm reden. Ihr redet nicht, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Wen siehst du? Hast du bemerkt, wie das Konstrukt auf deine Entscheidung... Das klagt, sie soll nichts sagen. Jetzt reicht's aber. Wie meinst du das? Du wirst langsam Dinge tun, die unvorstellbar waren. Zumindest für dein altes Ich. Und du weißt ganz genau, wie er drauf war.
Ein Fanatiker. Ein Terrorist. Ein Selbstmordattentäter. Du ein Wichser. Und ich soll dich angeblich manipulieren wollen? Darum halte ich es für besser, dass du in diesem Stadium klinische Isolation in Betracht ziehst. Weißt du was? Das reicht jetzt. Willst du nur Zeit schinden? Weil es momentan so klingt, als wolltest du mir erklären, dass du nutzlos bist. Ich meine, in dem Fall kann ich dir einfach ins Hirn schießen und uns beiden Zeit sparen. Jetzt verstehen wir uns. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Wenn du mit mir zu Kang Tao kommst. Auf keinen Fall. Vergiss Kang Tao. Hast du noch andere Ideen? Wenn du meinst, jemand anders könnte dir helfen, dann könnte ich dir die Blaupausen geben. Vollständige Dokumentation des Projekts. Kang Tao hat mir ein großzügiges Angebot dafür gemacht. Du hast sie bei dir? Muss er ja. Ohne die ist der Flachwichser wertlos. Wie? Takemura? Was macht der hier, verdammt? Er hat selbst noch ein paar Fragen an dich. Wenn du nett bist, rettet er vielleicht sogar deinen Arsch. Ich bin fast fertig. Los, die Blaupausen! So, was haben wir jetzt? Blaupause von unserem Hirn? Besser als nichts, sofern wir jemanden finden, der das Tech-Geblubber versteht. Da haben wir doch wen, die Judy. Die kennen sie da aus. So. Er gehört ganz dir. Ich lasse euch beide allein. Ich hoffe, wir können uns einig werden. Das ist in deinem besten Interesse. Wie? Das werde ich nicht vergessen. Ja, bin ja ein netter Mensch, ne? Errungenschaft. Ziel ist ganz ausgetrocknet. Das Rat des Schicksals. Hat wie dir nicht mal ein Glas Wasser gegeben? Kann ich denn jetzt... Kann ich den abknallen? Nein. So bin ich nicht. Das wirst noch sehen. Von mir bekommst du eimerweise. Nein. Es geht schon. Das ist eine nette Unterhaltung. Hast du dich gerade verfolgt? So halb. Er hat dir nicht mal was zu trinken gegeben. Das ist nicht nett so ungefähr. Von mir wirst du Wasser bekommen. Eimerweise. Oh. Bin die mega. Was zum... Relikt-Fehlfunktion. Fuck. Ungünstig.